Na, meine Freunde, YouTube-Freunde, Schalker-Freunde, hier ist euer Schalker wieder. Bei mir geht es heute um die rechte Verteidigerposition. Ich bin ja froh, dass der Timo Becker schon mal ein Jahr bei uns unterschrieben hat mit Option. Wir werden ja sehen, wie der sich weiterentwickelt, aber er hat gute Ansätze gezeigt. Aber wir brauchen ja noch auf der rechten Verteidigerposition noch einen. Und dann habe ich auch diesen Namen gehört, Gonzalo Montiel von River Plate, der Michael Reschke hat Interesse an dem, kostet aber, man hat einen Marktwert von 8 Millionen Euro. Da frage ich mich, wenn wir kein Geld haben, warum wollt ihr für einen rechten Verteidiger 8 Millionen ausgeben? Okay, ihr wartet bestimmt auf einen Verkauf von Kaba oder McKenny oder Bentaleb. Aber es gibt auch rechte Verteidiger, die vereinslos sind. Ich habe mir mal ein bisschen rumgestöbert und habe drei Stück gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht würden die auch zu uns passen. Der Rechtsverteidiger wäre Matthias Johansson. Ist Schwede, ist 1,74 Meter groß, 28 Jahre alt. Sein Vertrag ist ausgelaufen. Er spielte zuletzt bei Panathinaikos Athen in Griechenland. Hat auch internationale Erfahrung, hat Europa League gespielt. Sein Marktwert liegt bei 550.000 Euro. Kann auch Nebenposition rechtes Mittelfeld spielen. So, das ist der erste. Der ist vereinslos. Der zweite ist der Omar Elabdelaoui, ist Norweger, 1,79 Meter groß, 28 Jahre alt, spielte sogar bei Eintracht Braunschweig von 2013 bis 2014 oder bis 2015, da genau weiß ich nicht, aber er spielt auch bei Eintracht Braunschweig, wo die, glaube ich, aufgestiegen sind in der ersten Liga, aber da genau weiß ich das jetzt nicht, aber wechselte danach zu Olympiakos Piräus in Griechenland. Aber wurde auch dann ausgeliehen nach Hull City, ging wieder zurück nach Piräus und da sein Vertrag jetzt ausgelaufen ist, oder abgelaufen ist, jetzt am 30.06., sein Marktwert liegt bei 4,8 Millionen, aber der ist vereinslos. Er hat auch eine Nebenposition, auch rechtes Mittelfeld. Er kann rechter Verteidiger plus rechtes Mittelfeld spielen. Hat auch internationale Erfahrung, spielte sogar Champions League, Europa League. Ich sag mal, da kannst du doch nichts verkehrt machen, wenn du mal an solche Spieler rangehst. Guckt euch die da an, holt euch ein paar Videos, schaut euch die an. Dann habe ich noch einen dritten gefunden. Ricardo van Rijn, Holländer, 1,80 Meter groß, 29 Jahre alt. Er hat in der Ajax Akademie ist er groß geworden. Da hat er das Fußballspielen gelernt. Und wir wissen, Ajax Akademie ist auch eine gute Ausbildung. Für Fußballer, da kann man nichts. Und er hat einen Marktwert von 650.000 Euro. Er hat auch Champions League und Europa League internationale Erfahrung, dieser Junge. Und hat noch eine Nebenposition. Der kann nicht nur rechter Verteidiger, der kann auch Innenverteidiger spielen. Das sind jetzt drei Namen mit Matthias Johansson, vereinslos. Omar Elabdelaoui, vereinslos. Ricardo van Rijn, vereinslos. Drei Spieler, die vereinslos sind, die alle internationale Erfahrung haben, warum gehen die nicht mal dahin und versuchen mal, sich mal um die Spieler zu kümmern, um zu sehen, ah, was sind das für Spieler, guckt euch Videos von denen an, etc. Aber nicht sofort, aha, ich habe einen gefunden, Gonzalo Montiel, ab bei River Plate, 8 Millionen Marktwert, ich weiß nicht, ob die den für 8 Millionen abgeben, die wollen bestimmt noch mehr haben, River Plate, ist ja normal. Deswegen frage ich mich, warum Geld ausgeben, wenn wir keins haben? 8 Millionen, ist ja klar, warten wir ab, ob der Bentaleb verkauft wird, ob der Kabak verkauft wird und dann schmeißen wir das Geld wieder einfach aus dem Wind. Hier so, boom, schmeißen wir weg. Nein, geht doch mal, wir suchen auf die Position rechter Verteidiger, suchen wir ja unbedingt. Da sind Spieler, die jetzt vereinslos sind, guck doch mal darüber, da sparst du doch Geld. So, linker Verteidiger, wie ich gehört habe, wollen sie mit Mendy weitermachen? Okay, sollen die es versuchen? Wenn er in Frankreich gut gespielt hat und andere Mannschaften wollten den haben, versucht es. Jeder soll mal eine Chance wieder kriegen. Und wir suchen ja im Sturm ja auch was, wenn der Hut wirklich gehen sollte.
Dann spart doch lieber das Geld für einen Stürmer, als 8 Millionen für den rechten Verteidiger auszugeben. Dann hol dir einen rechten Verteidiger, der vereinslos ist, der gerade jetzt seinen Vertrag nicht weiter verlängert hat und der, die kosten ja nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, Gonzo Montiel kommt von da und gibt sich mit 2,5 Millionen zufrieden. Kann ich mir nicht glauben. Er ist ja 23 Jahre alt, soll Potenzial haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann sagt, ich will für 2,5 Millionen, unterschreibe ich. Deswegen, Herr Schneider, Herr Reschke, schaut euch mal an, schaut mal auf dem Transfermarkt vernünftig, dann findet ihr auch einen günstigen Spieler, der auch vielleicht auch passen würde auf Schalke und nicht immer Geld aus dem vom Fenster schmeißen. So, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Habt ihr vielleicht rechten Verteidiger, der günstig ist? Schreibt mal in die Kommentare, welche rechten Verteidiger ihr holen würdet oder Vorschläge, wo man was holen kann für wenig Geld oder vereinslos, ablösefrei. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen habt. So, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Euer Schalker, Glück auf!